Willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Okay, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Ach so, wir waren auf den Dächern. Aber kurz ein bisschen checken, vielleicht gibt es hier noch Sachen. Ne, hier nicht. Die Minotauren töten mit Medusas. Geis. Es geht viel schneller. Und wir kriegen eh genug Magie. Hallo? Falsch. Ups, falsch. Okay, die Stimme muss wieder reinkommen mit der Steuerung. Ah, wie viel denn noch? Na okay, wo müssen wir denn zuerst hin? Hier ist nichts. Yeah. Überspringen? Oder erstmal nach rechts? Erstmal nach rechts. Jupp, das war richtig. Und noch ein Gorgonauge. Es wäre besser, wenn wir... Nein, keine Energie. Magie. Okay. Runterspringen. So. Kann ich schon hier längs? Nee, ist zurzeit noch gefährlich. Ups, der falsche. Ja, zurzeit kriegen wir das eigentlich gut hin. 1304 noch Zeit. Okay, wir haben noch genug. Genug Magie. Ja, dieser Feigling müssen sie jetzt erstmal nicht durch. Er hält den Schalter fest. Und wir müssen ihn erstmal beseitigen. Aber das können wir zurzeit noch nicht. Jetzt die Frage, wohin? Dann versuche ich mal das hier. Ja, das ist noch keine gute Idee, hier zu kommen. Na los, Kratos. Ja, nehmen wir die Energie mit. Da waren ja links auch ein Briefe. Hier links ist ja noch was. Aber wieso? Das ist die Frage. Ja, toll. Da hinten war was. Ja, los, Kratos. Okay.
Ja, wie sollte er sich vorhin nicht daran hängen? Los, Kratos, hoch mit dir. Oh. Kann er hochspringen? Ja, so. Einfach X drücken. Oh, lalalala. Wohin jetzt? Oh, ich glaube, ich weiß wohin. Aber erstmal kurz hier hoch. Habe ich die Truhe noch? Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder hier runter. Komm mal her. Oh, das ist ziemlich effektiv gegen die. Ach, der ist abgestürzt. Nicht schlecht. Na komm schon. Irgendwie scheint Magie diesmal unser Freund zu sein. Wow. Okay, was wir hier machen müssen. Wir können leider noch nicht hier links. Aber das stört uns jetzt nicht. Ja, das geht wohl schneller. Na los, Kratos, das schaffst du. Ja, jetzt können wir kicken, weil es bergab geht. So. Okay, da kann ich nicht drauf greifen. Haben wir genug? Nein. Na komm schon, greif doch rein. Kratos. Danke. Okay. Wir nehmen erstmal jetzt diesen. Ist auch sowas wie so eine Balliste. Und legen das hier rauf. Und jetzt. Ja. Erstmal mal die Türen hier öffnen. Los. Sehr schön. Alles hier vernichten. Jeder Orb zählt. Und hier auch mal schnell die Tür öffnen. Na los. Das ist so schwer mit R2. Na, ah, holen wir Energie. Okay, wir sehen ja, dass diese Balliste in die andere Richtung zeigt. Aber wir müssen diese Tür damit öffnen. Also. Guck, ich check erstmal die anderen Räume. Und dann machen wir das mit der Balliste. Was war das denn gerade? Okay, das waren alle. Jetzt öffnen wir die Tür. Na los, Kratos. Schneller. Ja. Und werfen wir. Schön die ganzen Kombos nutzen. Yeah. Und alle shoppen.
Nichts wird uns nicht stoppen hier. Los. Noch ein. Yeah. Yeah. Okay. So, der Schalter hat uns jetzt erstmal die Leiter gebracht und die Balliste gedreht. Hier haben wir noch einen Schatz. Was ist hier drin? Aber wenn wir jetzt nochmal den Schalter betätigen, dann dreht er sich wieder zurück. Daher werden wir das hier kurz wegnehmen. Und nochmal den Schalter betätigen. Weil wir nicht wollen, dass er sich zurückdreht. Und jetzt zoomen wir ihn zurück. Und drehen ihn nochmal. So, und jetzt kommt er in die richtige Richtung. Es. Ja, jetzt kommt es in die richtige Richtung. Kurz mittig platzieren. Ziehen. Und der nächste Weg ist frei. Und immer die Musik für alles, was man da erreicht hat. Und eine weitere Fähigkeit. Da es ein Blitz ist, kann man schon sagen, von wem wir die Fähigkeit bekommen. Lord Zeus. Und zwar Zeus. Kratos, you grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Take this. Dass er sich selbst in der dritten Person nennt. Take this power and use it to defeat your enemies. Und diese Bolzen können wir dann auf die Gegner schmeißen. Dienen dann als. You have done well, Kratos. Dienen als Pfeile. Das könnte man gleichstellen wie die Pfeile von den Gegnern. So, aber es sind immer ein paar Gegner hier, bei denen wir es testen können, oder? Nee. Aber das zeigen wir jetzt. Ach so, die hier oben vernichten. Okay, das haben wir auch geschafft. Und jetzt ist die Tür rechts, der Weg rechts auch frei. Mal gucken, was sich da jetzt befindet. Hier kann man schon sehen, dass die Wand kaputt ist. Oh, drei Truhen. Nehme ich gerne. Komm schon, jetzt noch ein Auge. Ja, geht doch. Ah, leider kann man nicht die Kamera drehen. Ach, das dreht sich sogar auf, wenn wir die Vasen kaputt machen. Wusste ich gar nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Also heißt es zurück.